und herzlich willkommen zu einer neuen Comic-Review von mir für euch. Heute geht es um Gwenpool. Ja, jeder, der sich jetzt so denkt, so Gwenpool, what? Deadpool? Gwenpool? Ja, fast richtig. Da kommt es nämlich her. Und zwar, Gwenpool, ihr seht schon, sieht Deadpool schon sehr ähnlich, oder? Ja. Die Idee hinter Gwenpool war nämlich ein Variant-Cover. Für ein Deadpool-Comic, welches genau, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Egal, auf jeden Fall sind die Fans da so drauf abgegangen und steil gegangen, dass man das dann irgendwann in einen eigenen, das, also die Idee, Gwenpool, in einen eigenen Comic oder in beziehungsweise mehrere Comics entwickelt hat. Der Autor des Ganzen ist der Christopher Hastings. Den kennt man oder man kennt ihn nicht. Also wenn man ihn kennt, dann kennt man ihn durch seinen Webcomic, der da heißt, ja, wie heißt der nochmal? Alter, ich bin so vorbereitet. The Adventures of Dr. McNinja, glaube ich. Also daher kennt man ihn. Wenn nicht, kennt man ihn von Marvel definitiv. Und zwar Longshot Saves the Marvel Universe. Oder von Deadpool Fear Itself. Genau. Daher kennt man zumindest mal den Christopher Hastings. Die Zeichner waren Guri Hiro und Danilo Beirut. Ich hab's heute nicht mit dem Sprechen. Es tut mir jetzt schon mal leid für alle, die jetzt hier schon facepalmen auf Doom. Ihr habt ja recht. man merkt nur, dass der Guri Hiro gezeichnet hat, weil teilweise ist es schon... Also es geht... Ja, Manga will ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist schon... also ich zeige euch mal so ein bisschen was. Vielleicht nicht gerade eine Szene, wo nichts zu sehen ist. Aber es geht schon so in die... Ja... Manga-Richtung, also sag ich mal, es ist eine Richtung. Es ist nicht der Hardcore-Manga, wie man ihn so kennt. Ein schönes Bildchen hier. Hier, das ist auch eine richtig geile Szene, die feiere ich. Aber ihr seht schon, geht schon so in den Manga-Style. So, wer sich jetzt fragt, wer ist denn Gwenpool überhaupt? Gwenpool ist Gwenpool. Wie der Name schon sagt, sie heißt wirklich Gwenpool. Und das Besondere an ihr ist eigentlich, und das feiere ich auch sehr, sie ist jetzt keine Superheldin mit irgendeiner Kraft. Sie ist ein ganz normales Comic-Fangirl und ich sag mal aus einem Universum und kommt durch dubiose Umstände ins Marvel-Universum. Das gibt ihr natürlich den Vorteil, dass sie das Marvel-Universum kennt. Und zwar in der Hinsicht, dass sie alle geheimen Identitäten kennt. Sie weiß, wie sich Bösewichte verhalten. Sie kennt Strategien, wie man die bekämpft und so weiter und so fort. Und das macht sie halt eigentlich schon zu einer Art Superheldin, aber halt eben ohne Superkräfte. Was ich halt total feier ist, dass sie mit einem spricht im Comic. Also ich werde dadurch einfach mehr ins Comic buxiert, sage ich mal, als wenn ich nur über eine Geschichte lese. Also sie spricht hier mit mir, mit dem Leser und das feiere ich schon sehr. Was ich auch total geil finde, ist, dass sie halt sie versucht unbedingt eine gute Held zu sein, aber alles, was sie macht, führt sie eigentlich so in die gegengesetzte Richtung und lässt sie bei den richtigen guten Helden eigentlich immer böse aussehen. Also als wenn sie immer, ja, ein Anti-Held oder als ob sie halt ein Fiesling wäre, ne? Aber was sie gar nicht sein möchte. Was ich halt cool finde, ist, dass Sachen eingebaut werden, die wir auch in der heutigen Zeit sehr oft benutzen, zum Beispiel YouTube, ein Handy, zum Beispiel, ich will nicht das ganze Comic spoilen, deswegen muss ich mal ein bisschen aufpassen, was ich so erzähle, aber zum Beispiel will sie Schwertkämpfen lernen und geht halt dafür auf YouTube und guckt sich Schwertkampfkurse an. Also ich feiere sowas. Also ich finde den Humor auch geil. Der Humor ist nicht tiefschwarz, aber schon schöner, dunkler Humor, der mir unheimlich Spaß macht zu lesen. Also ich feiere diesen Comic und ja, ganz ehrlich, jeder, der da Bock drauf hat, auf ein bisschen was Abgedrehtes und sich darauf einlassen kann, mal Anti-Helden-Helden zu sehen, der unbedingt ein Held sein will, aber irgendwie doch keiner wird, dem möchte ich dieses Comic absolut ans Herz legen. Ja, kriegt ihr bei Panini, ganz klar, oder beim Comic-Händler eures Vertrauens. Ich würde sagen, das war's erstmal von mir. Bis demnächst. Bleibt geekig, bleibt nerdig, hebt die Haare. Ciao!